Moin und aller herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute machen wir den 14. Teil der Lesung des Buches Kreml und Vatikan. Ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir sind immer noch in dem Kapitel, wo wir letztens auch waren, dass der Vatikan Anschluss sucht. Und ich habe dieses Video extra benannt mit einer speziellen Einleitung, denn die Einleitung, die ich jetzt eben mache, habe ich im Grunde letztes Mal bereits angekündigt, dass es so eine Speziale wird. Das habe ich eben kurzfristig entschieden. Ich werde heute Abend auch nicht die ganze Lesung machen. Ich werde nur diese Einleitung machen und die Lesung dann wahrscheinlich morgen. Aber das ist euch ja egal. Ihr seht das in einem Video. Der Punkt ist, dass ich nochmal auf diesen letzten gelesenen Absatz eingehen wollte, weil da ein paar sehr wichtige Dinge genannt wurden und weil ich ja so ganz beiläufig gesagt hatte von, ja, der Augustin Baruel, der da erwähnt wird, so beiläufig, sondern irgendwelche besondere Erklärungen von dem Autor damit bei, das ist derjenige, auf den die Entstehung der Protokolle der Weisen von Zion zurückgeht. Und da habe ich mir bereits letztes Mal gedacht, ja, wenn ich dann diesen ganzen Absatz nochmal lese, dann gehe ich da nochmal ein wenig drauf ein. Deswegen mache ich diese Einleitung jetzt auch mit der Kamera und den Rest des Videos kriegt ihr so wie immer halt als Audio gesprochen mit den vorgefertigten Bildern. Der Punkt, den ich machen möchte, ist im Grunde verschiedenerweise. Ich habe damals, als ich das Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das der Victor ja so fantastisch perfekt übersetzt hat aus dem Englischen, als ich das Buch damals gelesen habe, bin ich auch in die Protokolle von Zion reingegangen. Und da sind wir auch reingegangen in die Dreyfus-Affäre Ende des 18. Jahrhunderts, wo man eben versucht hat, dem Dreyfus als Juden einen Landesverrat anzuschmieren und den sogar auf die Todesinsel geschickt hat, zur Verbannung und alles drum und dran. Wir merken, dass Ende des 18. Jahrhunderts der Druck auf die Juden immer mehr zunimmt. Das hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel in Russland Verfolgungen von Juden hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts auch, was darin gipfelte, was ich später mal in einem gesonderten Video vielleicht bringe, ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube bringen kann, wo es viele Zeitungsausschnitte gibt aus den 1910er und 20er Jahren bis in die 30er Jahre, glaube ich sogar, hinein, von sogenannten 6 Millionen Juden, die in Gefahr sind, zu sterben. Sei es jetzt durch Hungern, sei es durch Vertreibung, sei es durch Ausrottung. Aber eben lange Zeit, bevor man überhaupt irgendwo von einem sogenannten Holocaust gesprochen hat. Weil die Judenverfolgung im Allgemeinen sowieso zugenommen hat und vor allen Dingen, weil es zugenommen hat, die Juden für Dinge verantwortlich zu machen. Und das geht natürlich in der Basis zurück auf diese Protokolle der gelernten Älteren von Zion, oder wie es im Englischen so schön heißt, The Protocols of the Learned Elders of Zion. Ein Papier, das, wie gesagt, zurückgeht auf den Abbé Baruel, Abbé Augustin Baruel, der kurz in dem Buch Erwähnung gefunden hat. Wie gehen wir jetzt heute in dieser Lesung vor? Ganz einfach. Wir öffnen erst nochmal eben das Buch, da wo wir letztes Mal waren. Jetzt seht ihr das mal, wie ich das dann immer als PDF hier auch lese. Und wir sind hier im Jahre 1797, also auf dem letzten vollen Absatz auf Seite 838, da steht, im Jahre 1797, im Jahre der Thronbesteigung des Zaren Paul I., erschien das aufsehenerregende Buch des Engländers John Robinson, der, wie gesagt, lebte zwischen 1774 und 1805, was nicht besonders alt ist, ne, dass er wurde. Und das Buch heißt Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe Carried On in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies. Das muss Reading Societies heißen, habe ich schon mal nachgeguckt. Da habe ich gedacht, okay, dann ist ja erstmal interessant, Jörg, such das Buch doch mal. Und da bin ich dann fündig geworden auf archive.org und in meinem Buch hier, meinem PDF, habe ich jetzt natürlich den Link hier mit reingemacht. Ich werde euch den Link dieses Buches auch in die Beschreibungsbox des Videos dazugeben. Und da habe ich gedacht, ach, guck doch mal eben kurz rein. Und da bin ich irgendwo auf eine Seite, so 180 oder sowas gewesen. Da sah ich die Überschrift Illuminaten. Ich so, ah, blätter mal ein bisschen zurück. Und dann dachte ich, schau mal, das ist doch mal interessant. Wenn wir uns hier Seite 153 in dem Buch angucken, ja, also das Buch hier von Joe Robinson,
Der anscheinend lebte von 1739 bis 1805. Also das ist ein etwas anderes Datum, als was wir hier in dem PDF gerade gelesen haben. Ja, 1774 bis 1805, nee, 1739, dann ist er halt doch ein bisschen älter geworden. Hätte ich auch gefunden, wenn ich den Autor mal nachgesucht hätte, aber hier steht es halt mit bei. Ne? Da seht ihr hier das Buch, also Beweise einer Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen von Europa, die fortgetragen wurden in geheimen Treffen der Freimaurer, der Illuminati und der Lesegesellschaften, was von guten Autoritäten hier versammelt wurde. So, ein Review gibt es hier noch nicht und das Buch könnt ihr dann hier unter anderem als Fulltext oder auch als EPUB oder hier unten als PDF euch runterladen. So habt ihr das immer auf dem eigenen Computer. Ist auch nicht schlecht, um das zu haben. Ich habe dann halt, wie gesagt, ein bisschen rumgeblättert und dann sah ich hier auf einmal, wo er dann schrieb, Lodges, also Logen, die entdeckt wurden und die genannt wurden in den privaten Papieren, die bereits publiziert wurden, in den folgenden Plätzen. Da haben wir also München, Ingolstadt, Frankfurt, Eichstätt, Hannover, Brunswick, Kalbe, Magdeburg, Kassel, Osnabrück, Weimar, Obersachsen und Österreich. Ja, und dann noch andere Plätze. Und dann steht er hier: I have picked up the names of the following members. Also ich habe die Namen von verschiedenen Mitgliedern der Illuminaten habe ich hier versammeln können. Spartacus, der erste hier, das kennen wir, das ist ja ein römischer Name, Spartacus. Den kennen wir, das ist der Name von Adam Weishaupt. Adam Weishaupt ist ja derjenige, der die Illuminaten so gesagt geschrieben hat. Und wir wissen aus anderen Sendungen von mir, von früheren, dass Adam Weishaupt ein Geschichtsprof Geschichts, sag ich schon, ein Gesetzesprofessor, also Professor für kanonisches Recht an der Universität von Ingolstadt war. Interessant fand ich dann, deswegen lese ich es jetzt nur eben kurz vor. Der andere Name, den er hier gefunden hat, Philo, das ist eine wichtige römische frühere Person, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und das war der Deckname von einem gewissen Freiherr Knigge. Wer kennt denn den Knigge? Ne? Diese Benimmregeln, die aufgestellt wurden. Der Knigge war also hier Illuminati, aber er war Jesuit. Das sind sicher viele, die beides noch nicht wussten, auch habe ich das früher schon mal erwähnt, das weiß ich, aber. Kann ja nicht jeder alle Videos schauen. Ich muss sie alle schauen, weil ich mache sie ja. Geht ja nicht anders, dann sehe ich es ja, wenn ich es mache. Ich weiß nicht, dass früher gesagt habe. Das fand ich einmal so ganz interessant. Also das Buch könnt ihr da runterladen. Das Buch, das jetzt halt hier erwähnt wurde in dem PDF. Und der Robinson war, wie sein Zeitgenosse Augustin Barruel. Und eben dieser Augustin Barruel, habe ich gesagt, das ist eben der, so beiläufig erwähnt hier, das ist der Urheber der Protokolle von Zion. Okay? Robinson war, wie sein Zeitgenosse Augustin Barruel, einer der heftigsten Gegner der Freimaurerei und aller Geheimorden. Barruel war, wenn man da ein bisschen näher studiert, der war Jesuit. Okay? Das ist gar kein Geheimnis. Das kann man rausfinden. Robinson, der auch ein Gegner der Freimaurerei war, war also in dieses Spiel involviert, ja, rechts gegen links, links gegen rechts oder Freimaurerei gegen Jesuiten, wo die einen Pamphlete veröffentlichten gegen die anderen, um sich gegenseitig auszuspielen und vor allen Dingen die ganzen Menschen, die Mitglieder in den weniger initiierten Rängen zu verwirren und sicher alle diejenigen, die draußen stehen und überhaupt nichts begreifen von diesen Geheimgesellschaften. Also schon ganz interessant, dass Robison und der Baruel sogenannte Gegner der Freimaurerei waren, aber auf der anderen Seite sich der Freimaurerei bedient haben. Nun, sein Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und überall gelesen. Ich weiß nicht, wenn es in Deutsch übersetzt wurde, dann kann das ja mal jemand rausfinden. Vielleicht findet ihr das ja. Ich habe da jetzt keine Zeit zu und will mir nicht die Zeit und Mühe machen, mich darum zu kümmern. Aber das kann ja jeder mal selbst untersuchen, in welche Sprachen das Buch übersetzt wurde, das ihr ja hier in Englisch vorliegen habt, und ob das vielleicht auch in Deutsch existiert. Wie sehr sich die Freimaurerei durch dieses Buch beeinträchtigt fühlte, geht daraus hervor, dass Preise für treffende Gegenschriften ausgesetzt wurden. Ja, im Grunde genauso, dass man
mehr oder weniger eben auch versucht hat, diese, oder was heißt versucht hat, man hat es getan, die Protokolle der Weisen von Zion eben auch nicht nur zu diffamieren, sondern eben auch überall als Fälschung darzustellen. Aber dazu gleich noch mehr. Robison deckte die geheimen politischen Machenschaften auf und warnte die Fürsten eindringlich vor Freimaurern, Illuminaten und den übrigen zahlreichen Geheimorden, die aus oder neben der Freimaurerei entstanden waren. Die Ereignisse der Französischen Revolution schienen die Enthüllungen Robisons zu bestätigen. Naja, das Problem ist, die Französische Revolution wurde geleitet von Jesuiten, die zu dem Zeitpunkt verboten waren, unter dem Deckmantel der Freimaurer, eventuell unter den Illuminaten. Und wir haben heute immer noch Égalité, Fraternité, Liberté, das Schlagwort oder das Stichwort der Französischen Republik. Haben wir immer noch heute, ne? Gut, dieses Buch und andere derartige Bücher wurden natürlich von den Jesuiten propagandistisch benutzt, um ihre freimaurerischen Gegner zu diffamieren und zu beseitigen, ganz gleich, ob die Darstellungen der Tatsächlichkeit, also der Wahrheit, entsprachen oder nicht. Es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, dass man dieses Buch dem Zaren Paul I. vorlegte, um ihn dadurch zu veranlassen, den Jesuiten noch mehr zu vertrauen, halt gegen die Freimaurerei geschrieben, das Buch, und zu größerer Aktivität gegen die Französische Revolution anzuspornen. Nun, schau, das ist ein wichtiger Punkt, deshalb möchte ich da noch mal kurz darauf eingehen, euch das eben zeigen. Dieses Buch von Robinson ist im Grunde antifreimaurerisch. Und wir haben ja bereits gerade hier gesehen, dass das Buch behandelt die Illuminaten. Was der Autor euch nicht sagt, ob er das jetzt bewusst sagt oder ob er das einfach nicht weiß, ist, dass die Illuminaten ja nicht Freimaurer sind, was ja offiziell überall gesagt wird, sondern dass die Illuminaten nur eine Organisation sind, hinter der sich die Jesuiten verstecken. Das findet man eigentlich nirgendwo. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir das Buch lesen und wir hier eben lesen, dass es steht, dass er den Jesuiten noch mehr vertrauen soll, wenn man ihm eben dieses Buch gibt und ihm zeigt, was mit den Freimaurern ist. Wenn ich aber nicht weiß, dass die Freimaurer von den Jesuiten kontrolliert werden, dann kommt er vom Regen in die Traufe, ne? Aha. Der Erfolg blieb nicht aus. Im Jahre 1799 verband sich Russland mit England, Österreich, Portugal und Neapel zum zweiten Koalitionskrieg gegen die Französische Republik. Das war ja der Krieg, was ich gesagt hatte, wo Napoleon auch rauskam dann. Die Türkei, die sich bereits durch die ägyptische Expedition des Generals Bonaparte, also Napoleon, im Kriegszustand mit Frankreich befand, schloss sich diesem Bündnis an. Der Zar, so schreibt Winter, von den Jesuiten beraten, wurde im Zusammenspiel der restaurativen Mächte sehr rasch der Tonangebende. Das ist bisher zu wenig beachtet worden. Nun, nicht nur in diesem Fall, sondern überhaupt und überall in der Geschichte ist das hintergründige Wirken der Jesuiten auf der einen Seite und das der Freimaurer auf der anderen bisher zu wenig beachtet worden. Das ist ein ganz wichtiger Satz und deswegen mache ich mir die Mühe, diese Einladung nochmal extra für euch zu machen. Nicht nur in diesem Fall, sondern überhaupt und überall in der Geschichte ist das hintergründige Wirken der Jesuiten auf der einen und der Freimaurer auf der anderen Seite zu wenig beachtet worden. Ja, wenn man aber weiß, dass die Jesuiten die Freimaurer steuern, dann geht es doch hauptsächlich bitte schön darum, das hintergründige Wirken der Jesuiten zu studieren und zu wissen, was die machen und auf welche Art und Weise sie das alles machen. So, und der Punkt, weshalb ich überhaupt erst auf dieses Buch gekommen war, war ja also erstmal das Buch rauszusuchen. Der andere Punkt, was ich sage, oh, ich möchte mal über die Protokolle der Weisen von Zion lesen. Also habe ich im Internet mal kurz gesucht und bin hier auf eine Großloge gestoßen, in British Columbia und Yukon, ne? Grand Lodge of British Columbia in Yukon. Und da geht es um eine Geschichte der Protokolle der gelernten Älteren von Zion. So, das kann man sich nur durchlesen. Ich werde euch den Link da auch mit reinmachen, wenn ihr wollt. Das interessant ist, dass hier steht, das, was ich gesagt habe, was ich damals bei hinter den Diktatoren gesagt habe, was ich bei der letzten Lesung gesagt habe und was ich jetzt wieder sage. The conceptual inspiration for the protocols can be tracked back to the French Revolution period, when Abbé Augustin Barruel published four books in 1797, the last two blaming the revolution on a conspiracy operating through the Freemasons and Illuminati. So, das habe ich jetzt mal eben in Englisch vorgelesen. Natürlich, wir machen hier ein deutsches Video, also jagen wir das mal eben durch den Übersetzer. Ihr seid ja alle live dabei.
Und da steht jetzt aus dem Google-Übersetzer schnell übersetzt da, die konzeptionelle Eingebung, ja, Inspiration für die Protokolle der Weisen von Zion geht auf die Zeit der Französischen Revolution zurück, als Abbé Augustin Barruel im Jahre 1797 vier Bücher veröffentlichte. In den letzten beiden machte er eine Verschwörung der Freimaurer und Illuminaten für die Revolution verantwortlich. Also mit anderen Worten, Barruel, der selbst ein Jesuit ist, ja, das könnt ihr selbst gerne raussuchen, steht glaube ich auch in diesem Artikel hier mit drin, warte mal, steht es hier nicht bei, dass er Jesuit war? Na, ich glaube hier steht das nicht mit bei, aber in Wikipedia, Protokolle der Weisen von Zion, da steht es mit bei, das gucken wir uns gleich an den Artikel. Also der Abbé Barruel war Jesuit und hat halt, wie wir hier lesen, durch seine konzeptionelle Eingebung für die Protokolle, die Protokolle geschrieben, in der Zeit der Französischen oder kurz nach der Französischen Revolution. Das ist doch interessant, dass man das mal eben weiß. Dass ein Jesuit hier die Schuld an der Revolution den Freimaurern oder besser gesagt Freimaurern und Illuminaten gibt. Ja? Und er ist auch derjenige, der halt, wie gesagt, die Protokolle der Weisen von Zion geschrieben hat. Deswegen ist er hier in diesem Buch mit drin. Baruels Ideen waren aber unsupportable, also konnte man nicht unterstützen und so weiter und so weiter. Könnt ihr alles lesen. Das geht hier auf gefälschte Briefe und was weiß ich, alles zurück. Ist ein ganz interessanter Artikel, aber die Wahrheit steht wie immer zwischen den Zeilen. Der Punkt ist, der Abbé Barruel hat hier ein Schreiben gemacht, mit dem er behauptet, dass die Französische Revolution zurückgeht auf Freimaurerei und Illuminaten. Und das ist natürlich nicht ganz unrichtig, das wissen wir ja. Daher kennen wir den jetzt aber. Und der hat eben auch die Protokolle der Weisen von Zion in die Welt gesetzt. So, dann habe ich mir gedacht, ja, dann gucken wir doch mal eben auf einer deutschen Wikipedia-Seite. Da finden wir doch auch sicher Informationen. Protokolle der Weisen von Zion ist die Wikipedia-Seite hier. Da stehen viele interessante verschiedene Dinge drin. Ich will da jetzt auch gar nicht drüber eingehen. Ich mache euch den Link auch mit hier in die Beschreibungsbox des Videos. Das könnt ihr dann gerne selber lesen. Ihr habt ja auch ein Deckblatt davon, von diesem Papier, der Protokolle der Weisen von Zion. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin steht, dann könnt ihr das entweder selbst lesen oder ihr geht zu meiner Lesung von Hinter den Diktatoren. Ja. Hier oben steht nochmal in dem einen Absatz, ich wollte jetzt das blau unterlegte nicht weglassen, hier oben am 13. Oktober 1934 verfügte Erziehungsminister Bernhard Rust, ne, da sprechen wir also jetzt von, zwischen Anführungszeichen, Nazi-Deutschland, dass Rosenbergs Schrift die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik von 1923 im Schulunterricht zur Judenfrage thematisiert werden sollte. 1936 veröffentlichte Eugen Freiherr Engelhardt das Werk Jüdische Weltmachtpläne, das mehrere Auflagen erlebte. Darin verband er die Protokolle wieder stärker mit dem antimasonischen, also antifreimaurischen Diskurs und konstruierte Verbindungen zum Illuminatenorden, ja, wo wir wissen, dass die Jesuiten dahinter stecken, einer deutschen radikalaufklärerischen Geheimgesellschaft, hier wird natürlich jetzt Wikipedia zitiert, die sprechen nicht davon, dass er von den Jesuiten ist, die 1785 aufgelöst worden war, angeblich, ne, das ist Quatsch, ne, das war eine Deckung aufgeben, um eine andere Deckung zu haben, das ist Blödsinn. Weiter geht's in dem Artikel. Seit den Veröffentlichungen Augustin Baruels 1797-98 wurden sie von den Verschwörungstheoretikern für die Französische Revolution und allen anderen Revolutionen weltweit verantwortlich gemacht. Also die Juden. Ne? Engelhardt behauptete nun, dass die Illuminaten ihrerseits nur Werkzeuge der Weisen von Zion gewesen seien. Ja, eher umgekehrt. Und führte alle möglichen Autoritäten an, um die Echtheit der Protokolle zu beweisen. Die Protokolle sind natürlich totaler Quatsch. Es gibt keine jüdische Organisation, die dahinter steht, aber das ist eine andere Sache. Da wollte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte auf das hier eingehen. Ich habe euch schon öfter gesagt, dass ich meine Nachforschung hier angefangen habe, unter anderem mit Bill Cooper. Der lebte zwischen, wann ist denn der gestorben? Steht ja gar nicht bei, ne? Na jedenfalls ist er am 5. November 2001 ermordet worden. Offiziell ist es der 6. November, das ist, weil seine Todeszeit vom Arzt offiziell dann festgestellt wurde, aber es war der 5. November.
Remember, remember the 5th of November, the Gunpowder Plot, a day never to be forgot. Erinnert euch an den 5. November, der Tag der Schießpulververschwörung, ein Tag, den man niemals vergessen soll. Ne? An dem Tag ist Bill Cooper gestorben. Nun, hier steht, die Annahme der Weisen von Zion, die Annahme, die Weisen von Zion stünden in Verbindung zu den Illuminaten, ist bis in die Gegenwart unter Verschwörungstheoretikern verbreitet. Der kanadische Autor William G. Carr spann den Gedanken 1957 in seinem Buch The Red Fog Over America, also der rote Nebel über Amerika, ja, da geht es um Kommunisten, und behauptete, Nilus habe, indem er die Juden als Weltverschwörer bezeichnete und so den Verdacht von den Illuminaten ablenkte, diesen in die Hände gespielt. Ne? Wenn ich von den Illuminaten ablenke und ich lege die Schuld auf die Juden, dann guckt keiner mehr auf die Illuminaten, dann guckt keiner mehr auf die Freimaurer, dann guckt sicher keiner mehr auf die Jesuiten, dann gucken alle nur auf die Juden. Die schlimmen Juden, die Weltherrschaft wollen. Komischerweise steht da im Buch Daniel nichts von drin, dass es 5 Königreiche gibt nach Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, dass es dann noch ein jüdisches 5. Reich gibt. Also, ja, Blödsinn, aber gut, das mal eben zur Seite. Der letzte blaue, von mir angestrichene Satz hier ist der, den ich eigentlich lesen wollte. Ähnliches, also, dass das nur den Verdacht von den Illuminaten ablenken soll. Ähnliches behauptet Milton William Cooper in seinem 1991 erschienenen Buch Behold the Pale Horse, ja? Das ja genannt ist nach der Offenbarung mit dem blassen Reiter, dem blassen Pferd, eins der 4 Pferde aus der Apokalypse, indem er den vollständigen Text der Protokolle wiedergibt, aber darauf hinweist, und das ist der Punkt, man müsste das Wort Juden jedes Mal durch Illuminaten ersetzen. Das hat William Cooper in seinem Buch geschrieben. Was glaubt ihr, was einer der Gründe ist, warum die Jesuiten ihn 2001 ermordet haben, kurz nach 9/11? Wo er noch am 28. Juni 2001 gesagt hat, in Amerika wird es ein Ereignis geben in der nächsten Zeit und sie werden Osama Bin Laden dafür die Schuld geben. Glaubt es nicht. 28. Juni. Ich habe die Sendung noch auf YouTube bei mir. Findet ihr da noch. Der Mann hat davor gewarnt. Bill Clinton, der amerikanische Präsident, der Hochgrad Freimaurer war, der ein Rhodes Scholar war, der Jesuiten geschult in Georgetown Universität war, dessen Mentor Carol Quigley war, der Autor des Buches Tragedy and Hope, Tragödie und Hoffnung, ein fast 2000 Seiten starkes Werk, das ich auch hier stehen habe. Dieser Bill Clinton hat gesagt, dass dieser Bill Cooper, so wie er genannt wurde, Milton William Cooper, Bill, ihr wisst ja, William kürzt man Bill ab in Amerika meistens, Bill Cooper sei der gefährlichste Radiomoderator, den Amerika hätte. Und 2001 war er auf einmal Fuji. Ja? Der sagt in seinem Buch, das 1991 erschienen war, dass man jedes Mal in dem Wort, in diesen Protokollen der Weisen von Zion das Wort Jude durch Illuminaten ersetzen müsste. Milton Cooper ist nie so weit gegangen wie ich. Er hat nie die Illuminaten gleichgesetzt mit den Jesuiten. Offiziell. Offen, zugegeben. Ich tue das immer. Illuminaten ist lediglich ein Name, hinter den die Jesuiten sich verstecken. Ja? Also, wenn ihr die Protokolle der Weisen von Zion lest, dann müsst ihr jedes Mal das Wort Juden oder die Ziele der Juden ersetzen durch die Ziele der Jesuiten. Dann kommt ihr dahin, wo ihr hin müsst mit eurer Weisheit und mit eurem Verständnis. Und dann geht der Artikel hier noch weiter. Ich glaube, da waren noch ein paar andere Dinge, die ich auch interessant fand, aber ja, das ist ein Artikel, ich kann nur eine Sache mal irgendwie farblich anstreichen. Hier unten ist nochmal der Abbé Barouet, da gehen wir nochmal eben drauf. Ja. 2010 veröffentlichte Umberto Eco, der sich bereits 1988 in seinem Roman Das Foucault'sche Pendel mit den Protokollen beschäftigt hatte, den Roman Der Friedhof in Prag. Darin erzählt er die Vor- und Entstehungsgeschichte der Protokolle von 1855 bis 1900 nach, wobei wir wissen, dass Abbé Barouet ja bereits Ende des 18. Jahrhunderts lebte, also das muss ja noch früher entstanden gewesen sein, wobei alle handelnden Personen historische Figuren sind, mit Ausnahme des Protagonisten Simonini, einer Figur, die Eco erfunden hat, ja, also alles sind echte Figuren in seinem Der Friedhof in Prag,
Nur der Simonini ist eine erfundene Figur, aber diese Figur soll die in seinem Stück die zynischste und unsympathischste Figur der gesamten Literaturgeschichte sein. Dieser Simonini soll ein Nachkomme des obskuren Jean-Baptiste Simonini sein. Da geht es um eine echte Person. Und dieser Jean-Baptiste Simonini, der also hier als vorher Verwandter, Großvater, Urgroßvater, was weiß ich, von dem Simonini, der erfundenen Figur in dem Werk von Umberto Eco, der Friedhof in Prag, spielt, dieser erfundene Simonini soll ein Nachkomme des echten Jean-Baptiste Simonini sein. Ne? Also man hat dann eine erfundene Figur genommen, die aber Wurzeln in der Realität hat. Er soll ein Nachkomme des obskuren Jean-Baptiste Simonini gewesen sein, der 1806 Abbé Barouel. So, und hier steht, wenn wir auf den Namen klicken, Augustin Barouel, S.J., Societat Jesus, Society of Jesus, Gesellschaft von Jesu, war französischer Geistlicher, Jesuit sowie konservativer Historiker und Verschwörungstheoretiker. Also, der Simonini soll ein Nachkomme des obskuren, also wirklich bestehenden Jean-Baptiste Simonini sein, der 1806 Abbé Barouel, den Urvater der anti-illuminatischen Verschwörungstheorie, auf angebliche jüdische Verschwörungen hingewiesen haben soll. Also, hier wird nur davon gesprochen, weil es ist ja Wikipedia, die sagen ja nie die ganze Wahrheit, wenn sie überhaupt irgendwo die Wahrheit sagen. Hier sagen sie also, dass der Jean-Baptiste Simonini den Abbé Barouel auf angebliche jüdische Verschwörungstheorien hingewiesen haben wollen, nachdem der Barouel ja mehr oder weniger Freimaurer und Illuminaten angeführt hat. Aber wie gesagt, das ist Wikipedia. Man muss zwischen den Zeilen lesen und man muss mehrere Dinge studieren. Im Laufe der Zeit habe ich das gemacht und deswegen bin ich sicher, dass eben die Urfassung dieser Protokolle der Weisen von Zion zurückgeht auf das Werk von Abbé Barouel. Ich sage nicht, dass er die ganzen Protokolle geschrieben hat, so wie sie heutzutage veröffentlicht sind. Das haben wahrscheinlich andere gemacht. Da könnt ihr den Artikel lesen, da wird wahrscheinlich nicht viel Unrechtes drinstehen. Aber die Basisidee liegt hier bei dem Barouel. Und wir sprechen hier von Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt, es hat über 100 Jahre gedauert, bis die Früchte dieser Protokolle der Weisen von Zion dann zum Tragen kam in der Zeit des Deutschen Reiches mit der sogenannten Vernichtung der kompletten jüdischen Weltbevölkerung. Das wäre so gesagt, das gesteckte Endziel der deutschen Nazi-Regierung sein sollte, wovon wir ja wissen, dass diese Regierung im Grunde eine katholische Regierung war. Franz von Papen, der päpstliche Geheimkämmerer, später unter Papst Pius XII., hat es ja ganz öffentlich gesagt im Völkischen Beobachter 1934, dass die deutsche Nazi-Regierung, die nationalsozialistische Regierung, die erste ist, die die Ideen und die ganzen Dogmen der römisch-katholischen Kirche, Regierung, also des theokratischen Staates, des Gottesstaates auf Erden, nicht nur schätzt und anerkennt, sondern eben auch in die Tat umsetzt. Also eine katholischere Regierung als das Dritte Reich haben wir nie gehabt, die heute vielleicht noch, aber die ist ja viel zahmer im Augenblick, aber das kann sich ja noch ändern, die kann ihre Zähne ja noch zeigen. Aber darüber habe ich genug gesprochen, da will ich gar nicht mehr groß drauf eingehen. Ich wollte nur ganz kurz den Punkt eben machen, dass wir ganz klar verstehen, bitte, die Protokolle der Weisen von Zion gehen zurück auf eine Arbeit spätestens zum Ende des 18. Jahrhunderts hin. Da kommt die Idee her. Das heißt, es hat über 100 Jahre gedauert, um diese Saat zu säen und dann zu pflegen,
bis man dann im Anfang des 20. Jahrhunderts die Ernte davon einfahren konnte. Und das ist nur ein Schritt, um den Juden die Schuld zu geben. Ich meine, die römisch-katholische Kirche hat die Juden immer verfolgt, das gibt sie auch selber zu. Die Verfolgung der Juden in Spanien im 15. Jahrhundert ist ja nun schreiend, nicht? Und wenn man den Großinquisitor Torquemada kennt und seine Werke kennt, dann weiß man, dass er nicht nur Ketzer, also Christen und wahre bibelgläubige Menschen verfolgt hat, sondern eben auch Juden verfolgt hat. Daher kommt ja diese ganze Geschichte von den sogenannten Krypto-Juden, den Marano-Juden und sowas. Müsst ihr euch mal selbst mit beschäftigen, mit diesem ganzen Thema, um das gut zu begreifen. Die römisch-katholische Kirche hat die Juden immer schon verfolgt, schon zur Zeit von Jesus Christus, weil schließlich haben sie unseren König ans Kreuz genagelt, nur mal eben so nebenbei, ne? Darf man nicht vergessen, ne? Und Jesus war ja nun mal ein Jude, ne? Da führt ja nun mal kein Weg dran vorbei, ne? Er kam aus Nazareth, war geboren in Bethlehem, also jüdischer kann man im Grunde nicht sein. Aber gut, das ist jetzt auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich wollte nur mal eben sagen, wie man eben, wenn man so ein Buch liest, wie das Buch Kreml und Vatikan, wenn man dann so ein Hintergrundwissen sich erarbeitet hat im Laufe der Jahre, wie ich das hier ja habe, dann lese ich solch einen Absatz mit ganz anderem Verständnis als die meisten Leute, die das Buch lesen. Und deswegen ist eben seine eigene Untersuchung machen so unglaublich wichtig. So unglaublich wichtig. Gut, wir haben jetzt hier den Wikipedia-Artikel. Da habe ich gesagt, da kriegt ihr den Link von in das Video. Dann kriegt ihr hier den Artikel von der Loge in British Columbian und Yukon. Den Link kriegt ihr auch mit rein. Und natürlich das Buch von dem Robison. Und dann könnt ihr daraufhin weiterhin eure eigenen Nachforschungen anstellen. Aber deswegen wollte ich nochmal auf diesen Absatz zurückgehen. Wenn wir jetzt eben ganz deutlich verstehen, wie die Jesuiten hier in dem Teil, in dem Buch, wo wir jetzt lesen, was wir auch früher, später noch sehen werden, ja, die Zarin Katharina II., die hat ja den Jesuiten so vertraut und war dann gegen die Freimaurerei. Und dann hat sie aber umgeschwenkt und ihr Sohn, der Paul I., der war dann in den Freimaurern wahrscheinlich bereits initiiert und wurde dann Zar. Und der hat mir auf die Freimaurer gesetzt und gegen die Jesuiten. Die Jesuiten spielen dieses Spiel die ganze Zeit. Die spielen dieses Spiel die ganze Zeit für die Jesuiten, gegen die Jesuiten, für die Jesuiten, gegen die Freimaurer, für die Freimaurer, gegen die Jesuiten. Und am Ende steht über beiden derselbe Puppenspieler. Hallo? Und wir lassen uns nur von der einen in die andere Seite drängen oder von rechts nach links oder Freimaurertum, Jesuitismus, also extremer Katholizismus und freiheitliches Freimaurertum, wie auch immer man das sagen will. Und deswegen fand ich das so wichtig, dass wir uns diesen Teil des Buches noch einmal in dieser Einleitung ansehen, die jetzt wahrscheinlich einen Großteil der Lesung eingenommen hat, aber es war mir halt wichtig, hier mal drauf einzugehen. Und dass ihr das so verstehen könnt, wie ich das verstehe, und durch dieses gewachsene Verständnis einen besseren Einblick und ein besseres Gesamtbild euch von dem ganzen Buch machen könnt. Ja? Eben auch Napoleon, der hier diesen Krieg führt gegen Russland und alles, ist ja eben auch ein Freimaurer. Napoleon war ein 33 Grad Hochgrad Freimaurer. So, also, der Autor erwähnt hier ganz beiläufig den Abbé Barruel, ja, Augustin Barruel, der einer der heftigsten Gegner der Freimaurerei ist. Warum? Weil er ist ein Jesuit und damit ist er gleichzeitig jemand, der für beide Seiten arbeitet und ein heftiger Gegner aller Geheimorden. Schaut, und das mache ich jetzt zum Abschluss. Der Autor, ich will dem Autor nichts Böses, der hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben und ich will ihn gar nicht mal irgendwie doll kritisieren. Aber in diesem Satz zeigt er, wenn er das nicht weiter ausbaut, aber das wird wahrscheinlich sowieso kein Mensch lesen, deswegen erzähle ich euch das ja extra neben der Lesung. Hier sagt er ganz klar, dass er kein richtiges Verständnis der Geschichte der Jesuiten und der Freimaurerei hat.
Weil die Jesuiten, die Gesellschaft Jesus, sind eine Geheimgesellschaft, als solche gegründet 1534 von Ignatius Loyola. So, und der Augustin Barruel, der selbst Jesuit ist, wie wir gesehen haben, ist einer der heftigsten Gegner der Freimaurerei und aller Geheimorden. Ja, dann ist er ein Gegner seines eigenen Ordens, nicht wahr? Wenn ich dem Autor hier glauben muss. Also, und das sind so Momente, seht ihr, da habe ich so meine Freude dran, wenn ich solche Bücher dann lese und zu sagen von, schaut mal, ich lese diese Bücher ja einerseits, um mich selber zu bilden und um besseres Verständnis und bessere Kenntnis zu bekommen. Andererseits lese ich diese Bücher auch, weil ich weiß, dass die meisten Leute heutzutage keine Bücher mehr lesen. Und das ist jetzt nicht die letzten 2-3 Jahre so, das ist schon viel, viel länger so. Und schon gar nicht solche Sachbücher, solche interessanten Bücher. Die Informationen finden Sie interessant, wenn das so wie hier jetzt in Videoform oder was gebracht wird. Da ist auch gar nichts gegen zu sagen, ist ja prima. Dann schnappt ihr das eben so auf diese Art und Weise auf. Ist ja egal, Hauptsache ihr habt das Wissen. Der Punkt ist, nur deswegen lese ich solche Bücher und dann habe ich so eine Freude daran, wenn ich dann erkenne, wo ein Autor solche Dinge fallen lässt, sage ich jetzt mal. So wie zum Beispiel unter anderem auch der Autor des Buches Alle Wege führen nach Rom. Jetzt komme ich eben nicht auf seinen Namen. Der hat ja in der englischen Version, ich weiß jetzt nicht in der deutschen, in der englischen Version hat er ja die Bibel 2. Thessaloniker Kapitel 2 Vers 7 falsch übersetzt. He who now letteth will let until he be taken out of the way. Der jetzt noch im Weg steht, wird so lange im Weg stehen, bis er aus dem Weg genommen wird. Und dann wird der Sohn der Sünde, der Mensch des Verderbens offenbart werden, so wie es im 2. Thessaloniker steht. Aber er hat in seiner englischen Übersetzung das Wort jetzt weggelassen. Der jetzt noch aufhält. Er hat nur geschrieben, der aufhält. Das ist eine falsche Übersetzung. Und als Tom Fress ihn damals darauf angesprochen hat, Michael Desemlian heißt der Autor, als Tom ihn damals darauf angesprochen hat, einen E-Mail-Austausch mit ihm hatte, sagte Michael Desemlian nur, oh, Sie sind der Erste, der das bemerkt. Hat aber nicht seine Ausgeberei angerufen und gesagt von, ey Jungs, wir haben aber hier einen fürchterlichen Fehler begangen, das muss direkt korrigiert werden, wir müssen hier den richtigen Bibeltext brauchen, wir brauchen hier das Wort jetzt dazwischen. Da ist nichts von gekommen. Und wenn man dann solche Dinge eben bemerkt, solche Fehler in den Büchern oder solche Unterlassungen oder solche Nichterwähnungen, ne? Warum hat der Autor jetzt hier nicht gesprochen? Er erwähnt den Augustin Barruel, warum kommt er jetzt nicht auf die Protokolle von Zion? Warum kommt er da jetzt nicht auf die Erwähnung, dass die Illuminaten eine Frontorganisation sind für die Jesuiten, als sie verboten wurden? Weil die Jesuiten ja nie wirklich verboten wurden, die haben sich zwischen Anführungszeichen verbieten lassen. Das gehört alles zu ihrer Strategie. Sun Tzus Kriegsstrategie. Ja, dann kommen wir auf Herrscher des Bösen. Da will ich jetzt nicht hingehen, aber ihr wisst, wo ich hier drauf hinaus will. Ne? Und wenn man diese Dinge so nachforscht und so versteht, dann hat man so viel mehr Vergnügen an so einem Buch zu lesen. Weil für mich ist es ein... Pass auf, es sind teilweise schlimme Dinge, die da drin stehen. In diesen Büchern. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Aber für mich ist es ein Vergnügen, mich zu bilden, dieses Wissen zu bekommen und zu sehen, wie der Heilige Geist mich in die Wahrheit leitet, weil ich muss ja auch die ganzen Verbindungen irgendwo knüpfen. Und ich kann ja nur die Verbindung knüpfen von Wissen, das mir gegeben ist. Und das Wissen ist mir ja nur gegeben dadurch, dass der Geist mich leitet, diese und diese Dinge zu lesen und zu studieren. So bin ich ja zu der Person geworden, die ich bin. Und deswegen mache ich die Lesungen, die ich mache, in der Hoffnung, dass einige Leute das mal lesen und dann irgendwo vielleicht den Samen des Interesses ebenso aufpicken und ebenso ihre eigene Untersuchung machen. Weil ich bin nun wirklich nicht einzigartig. Aber ich möchte gerne, dass es noch viel mehr von diesen Menschen gibt, die sich so damit beschäftigen wie ich, dass wir noch viel mehr andere Menschen von der Wahrheit überzeugen können. Worum es doch im Endeffekt nur geht. Dieses Buch Kreml und Vatikan ist ja nur dafür da, dass wir die Geschehnisse, die heute passieren, hauptsächlich doch im Ukraine-Krieg, die wir ja in der modernen Kriege besprechen, dass wir die besser verstehen, weil das hat geschichtliche Ursachen, die 100, 200, 300, 400, 500 Jahre zurückliegen. Und durch solche Bücher können wir die verstehen. Und wenn wir dann solche Bücher lesen und dort Dinge entdecken, die da nicht drin erwähnt werden und die dann ich in diesen Lesungen jetzt erwähnen kann
um euch dann noch ein besseres Hintergrundwissen zu geben, dafür habe ich jetzt diese Einleitung gemacht. Das war jetzt aber eine ganze Menge. Wir werden jetzt gleich in dem Buch weiterlesen, hier Lesung 14 beginnen, wie die Jesuiten im 30-jährigen Krieg und so weiter und so weiter. Das ist aber nicht mehr für jetzt. Hier wollte ich die Einleitung machen, die habe ich jetzt gemacht. Und ich hoffe, dass es nicht zu verwirrend war, aber dass ihr Verständnis dafür zeigt, warum ich das gemacht habe und dass ihr euch vielleicht selbst mal die Dinge anschaut, die Dokumente anschaut, eure eigene Untersuchung in der Richtung anstellt und dann seht, zu welchen Schlüssen ihr kommt. Ich komme immer wieder darauf hinaus, wie Michael Lesemlian damals sein Buch genannt hat, alle Wege führen nach Rom. Und Rom ist die Hure von Babylon, also führen alle Wege im Grunde nach Babylon, wo Nimrod, Semiramis und Tammuz entstanden sind, die heute in der römisch-katholischen Kirche als Trinität verkauft werden. Aber das ist ein anderes Thema. Babylon muss man kennen, aber nur die Bibel sagt euch, wo Babylon herkommt. So, und jetzt gehen wir weiter in der 14. Lesung und ich hoffe, ihr habt von der Einladung genossen. Dann wird es jetzt mit dem normalen Video weitergehen. Wie die Jesuiten im 30-jährigen Krieg den Fürsten, Zitat, die Rollen schrieben, Ende Zitat, die sie zu spielen hatten, so hatte Quörer das gesagt, so schrieben sie die Rollen auch in diesem Krieg. Wenn sich die beiden Gegner, Jesuiten und Freimaurer, und ich müsste hier natürlich Gegner in Anführungsstriche tun, weil ist ja nur ein Kunstspiel, ja? Wenn sich die beiden Gegner, Jesuiten und Freimaurer, zu Beginn des 18. Jahrhunderts nur ideologisch bekämpft hatten, so suchten sie jetzt mittels ihres Einflusses auf die Fürsten und Regierungen die militärische Entscheidung, um den Weg für ihre Ideologien freizumachen. Die Einflussnahme war inzwischen weit genug fortgeschritten, um dies zu ermöglichen. Freilich, in allen diesen Kriegen standen und stehen realpolitische Interessen im Vordergrund, während die ideologischen Zielsetzungen im Hintergrund verborgen bleiben. Mit dem unseligen Schlagwort »Die Religion ist in Gefahr« oder »Mit einer Kreuzzugpsychose« ist schon oft das größte Unheil über die Menschheit hereingebrochen. Nach anfänglichen Erfolgen, die Russen kämpften unter dem Befehl des Marschalls Suvorov, wurden die Verbündeten durch den aus Ägypten herbeigeeilten General Napoleon vernichtend und entscheidend geschlagen. Der General Bonaparte übernahm die französische Regierung, während sich Paul I. von der Koalition trennte und mit England brach. Jeder suchte die Schuld an den Niederlagen bei dem Koalitionspartner. In der Hinsicht hat sich auch nichts geändert, das ist heute nicht anders, ne? Der engste Vertraute und Ratgeber des Zars Paul I. war der Jesuit Gabriel Gruber. Der lebte zwischen 1740 und 1805. Nicht zu verwechseln mit dem Freimaurerexperten des Jesuitenordens, Pater Hermann Gruber. Der Jesuit Gabriel Gruber konnte stets unangemeldet bei dem Zaren eintreten. Ebenso vertraulich verkehrte Gruber bei der Zarin Maria Fedorowna, der späteren Schwiegermutter des Erbprinzen von Weimar. Der Generalassistent des Jesuitenordens in Russland bereitete dem Zaren Paul I. persönlich den morgendlichen Kakao. War er besorgt, dass Paul einmal durch diesen Trank vergiftet werden könnte? Jedenfalls geriet der Zar völlig, absolut völlig in die Hand der Jesuiten. Ja, es wäre diesen wohl noch gelungen, Russland allmählich zu katholisieren und den Zar zum Übertritt zur katholischen Kirche zu bewegen. Vermutlich wäre Paul nicht ermordet worden, wäre auf diese Weise erreicht, was durch den Demetrius-Schwindel nicht erreicht worden war. Im November des Jahres 1800 hat Paul I. in einer streng vertraulichen Unterredung mit dem neapolitanischen Gesandten Antonio Serracipriola zum Ausdruck gebracht, dass er die Vereinigung der beiden Kirchen anstrebe. In einem Geheimschreiben an den König von Neapel vom 30. November 1800 wird dieser ersucht, den Papst von dieser Absicht des Zaren zu unterrichten. Eduard Winter, der sich auf diesen Bericht bezieht, schreibt darüber, Zitat, »In dem Schreiben betonte der Zar, er wünsche schon seit längerer Zeit eine Union der griechisch-russischen und der römisch-katholischen Kirche. Eine solche Union wäre für die Christenheit im Kampf gegen Unglauben und Atheismus, die Thron und Altar gefährden, sehr nützlich.
Dieses Wissen um die Gefahren in einem großen Teil Europas habe seinen Willen gestärkt, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen zu kämpfen, indem er in seinem Reich eine Barriere aufrichte. Dazu gehörte auch die Durchführung der Kirchenunion, um alle Antirevolutionäre zu einem gemeinsamen Kampf gegen den Atheismus zu vereinigen. Es sei aber, um den Erfolg sicher zu haben, größte Vorsicht und Rücksicht gerade auf ihn und das weitestgehende Entgegenkommen von Seiten des Papstes nötig. Ende Zitat. Es ist nun unwesentlich, ob diese Absicht des Zaren, die Vereinigung der beiden Kirchen herbeizuführen, um die es ja auch bei dem Demetrius-Unternehmen ging, eine Folge der jesuitischen Beeinflussung war, oder ob er, umgekehrt, die Jesuiten förderte, um diese Vereinigung zur Stütze seines Throns mit ihrer Hilfe zu erreichen. Es fällt dabei auf, dass eine solche Vereinigung in unseren Tagen durch das von Papst Johannes dem 23. begonnene Konzil erstrebt wird. Also der Autor schreibt hier von dem Ökumenischen Konzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das zwischen 1962 und 1965 stattgefunden hat. Wenn es auch heute keine absoluten Throne mehr zu stürzen gibt, so ist der das Christentum und die Kirchen bedrohende Atheismus, der Unglaube, bedeutender als vor 160 Jahren. Jedenfalls könnte jenes Schreiben des Zaren Mutatis Mutandis auch heute noch für alle Regierungen gelten, welche unter klerikalem Einfluss stehen und eine Barriere gegen den Kommunismus errichten wollen. Eduard Winter schreibt zu dieser engen Beziehung des Zaren Paul I. zu den Jesuiten, Zitat: Dieses merkwürdige Bündnis der Jesuiten mit dem russischen Kaiser erscheint auf den ersten Blick grotesk, aber es war durchaus real begründet. Gruber hatte nämlich verstanden, dem Kaiser die Bedeutung der katholischen Kirche, vor allem des Jesuitenordens und seiner Schulen, für den Kampf gegen jede revolutionäre Bewegung so klar zu machen, dass dieser glaubte, die Jesuiten müssten die Stütze seines Reiches werden und jeder, der sich ihrer Wirksamkeit widersetze, sei ein Jakobiner. Aus dem von dem russischen Jesuiten Gagarin veröffentlichten Briefen Grubers sind wir auch über die Methode, nach der dieser auf Paul I. einwirkte, völlig im Bilde. Wie weit der Kaiser mit Gruber übereinstimmte, geht aus einem Ausspruch des Kaisers hervor. Zitat: Um die Flut der Gottlosigkeit, die Aufklärung und des Jakobinertums in meinem Reiche aufzuhalten, sehe ich kein anderes Mittel, als die Erziehung der Jugend den Jesuiten anzuvertrauen. Bei der Kindheit muss man beginnen. Man muss das Gebäude beim Fundament beginnen, wenn nicht wieder alles einstürzen und es weder Religion noch Regierung geben soll. Nun, bei den verschiedenen Noten, die ich mir genommen habe, steht natürlich auch mit bei dieser erste Absatz hier: Bei der Kindheit muss man beginnen. Wenn der Zar Paul I. das so gesehen hat, dass er die Erziehung der Jugend den Jesuiten geben muss, ja? Zitat: Um die Flut der Gottlosigkeit, der Aufklärung und des Jakobinertums in meinem Reiche aufzuhalten, sehe ich kein anderes Mittel, als die Erziehung der Jugend den Jesuiten anzuvertrauen. Bei der Kindheit muss man beginnen. Das ist genau das Motto der Jesuiten, dass sich hier der Zar Paul I. zu eigen macht. Das ist genau der Grund, weshalb Jesus Christus gesagt hat: Schickt die Kinder zu mir. Und wer diesen Kindern etwas antut, der tut es mir an. Die Kinder sind immer die Zukunft eines Staates. Und wenn wir eben auch heutzutage immer noch unsere Kinder auf jesuitische und katholische Schulen schicken, da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn diese Kinder später jesuitische und katholische Züge annehmen, jesuitische und katholische Werte hochhalten und diese Werte auch in ihrem zukünftigen Leben vertreten. Da muss man sich nicht wundern. Das Problem ist damals wie heute, dass die Menschen zu wenig über Jesuitismus wissen. Und Paul I., der wusste sicher eine Menge über Jesuitismus, er hat sich aber auch eine Menge weismachen lassen, weil sonst würde er nicht die Jesuiten zu seinem Schutz angenommen haben. Und denken, dass nur durch sie er in seiner Position bleibt. Das ist völliger Betrug, wie der Zar das gesehen hat. Selbstbetrug. Ja? Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, wie die Jesuiten es wieder einmal schaffen, durch die Jahrhunderte hin immer wieder,
die Führung eines Landes, ob das jetzt Adel ist, wie damals hier in Russland oder in Spanien, Portugal, England, wo auch immer, die politischen Führer für sich zu gewinnen, durch sie glauben zu machen, dass die Jesuiten wichtig sind für den Machterhalt für sie und für den Erhalt der Nation, so wie sie ist. Dabei sind es die Jesuiten, die an der Wurzel eines jeden Umsturzes saßen und sitzen. Das darf man nie vergessen. Und das liegt eben daran, weil der Kindheit, an der man beginnen muss, diese den Jesuiten zugeführt wird. Freiwillig noch, selbst heute. Da müssen wir uns doch nicht wundern, in was für einer Welt, dass wir leben, wenn wir auch heute den Jesuiten und den Katholiken unsere Kinder freiwillig geben. Und je früher, desto besser. Das fängt ja jetzt schon in der Kindertagesstätte an. Geht durch den Kindergarten, wo wir sexuelle Früherziehung kriegen, nach Kinsey. Ja? Da fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein. Da bin ich sprachlos gegen. Oder da fallen mir keine Worte mehr zu ein, weil ich es einfach unverständlich finde, dass Menschen sich nicht ein wenig damit beschäftigen. Bei der Kindheit muss man beginnen. Das hat der Zar Paul I. gesagt in einem Brief oder in einem Briefwechsel, den wir durch Gagarin kennen. Und das ist traurig, ganz, ganz traurig, dass der Zar Paul I. so betrogen war. Man muss das Gebäude beim Fundament beginnen, wenn nicht wieder alles einstürzen und es weder Religion noch Regierung geben soll. Ja, wo hat er denn den Spruch her? Doch aus der Bibel, ne? Wer sein Haus auf Sand baut oder ein nicht das Fundament seines Gebäudes auf Sand baut und nicht auf festen Grund, nicht auf einen Felsen oder den Felsen, Jesus Christus, dem wird es beim ersten Sturm, bei der ersten Flut das Haus wegreißen. Daher kommt diese Einsicht. Das Problem ist, dass die Einsichten hier bei dem Zaren nicht ankommen. Er ist so verblindet durch die Jesuitenlehre, dass der Autor jetzt auf, was ich gerade hier kommentiert habe, auf den Absatz, den ich gerade, auf das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, sagt der Autor: Allerdings, bei der Kindheit muss man beginnen. Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagte schon, Zitat: Wenn nämlich dem Menschen in früher Kindheit gewisse Grundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des höchsten, bis dahin von ihm noch nie gesehenen Ernstes wiederholt vorgetragen werden, dabei die Möglichkeit eines Zweifels daran ganz übergangen oder aber nur berührt wird, um darauf als den ersten Schritt zum ewigen Verderben hinzudeuten, da wird der Eindruck so tief ausfallen, dass in der Regel, das heißt in fast allen Fällen, der Mensch beinahe so unfähig sein wird, an jenen Lehren wie an seiner eigenen Existenz zu zweifeln. Ende Zitat. Nun, glaubt mir, ich halte nicht viel von Leuten wie Arthur Schopenhauer oder Nietzsche oder Freud oder wie die ganzen Philosophen, Psychologen, was wir nicht alle heißen. Ich halte da gar nichts von. Aber die haben teilweise Aussagen getroffen, die so wahr sind, dass die Menschheit heute sich das mal wirklich zu Gemüte führen sollte. Dass die vielleicht mal darüber nachdenken sollte, was er hier sagt. Wenn dem Menschen in früher Kindheit gewisse Grundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des Höchsten vorgetragen werden, was ist denn das? Das ist, wenn ich die Kinder bereits in ihrer frühen Kindheit in die römisch-katholische Messe mitbringe. Mit ungewohnter Feierlichkeit, ja, das ist ja immerhin, das ist nicht tagtäglich, ist nur wenn ich da in die Messe gehe. Diese ungewohnte, diese außergewöhnliche Feierlichkeit, die dort ist. Und mit einer steifen Miene, mit einer, ich verkleide das mit, zwischen Anführungszeichen, Weisheit, ich verkleide das vor allen Dingen mit Autorität, ja. Und den Kindern wird hierbei die Möglichkeit eines Zweifels nicht gegeben, weil die Dogmen der römisch-katholischen Kirche Zweifel nicht zulassen.
Und wenn dann doch einer mal beginnt zu zweifeln, dann wird ihm gleich deutlich gemacht, dass dies der erste Schritt zum ewigen Verderben ist. Dann wird der Eindruck auf diese verschiedenen Lehren, die mit ungewohnter Feierlichkeit vorgetragen werden, so tief ausfallen, dass die Menschen niemals mehr daran zweifeln, dass das wahr ist. Und das ist doch eine wunderbare Erklärung, warum wir heute alle in dieser Scheinwelt leben, in der wir leben, wo wir diesen ungewohnten Feierlichkeiten, die mit der Miene des höchsten Ernstes wiederholt vorgetragen werden. Was ist denn, was die Politiker mit uns machen? Was ist denn, was die Kirchen, zwischen Anführungszeichen, Würdenträger mit uns machen? Die bringen doch mit einer Feierlichkeit und mit einer ernsthaften Miene des Höchsten Dinge vor, die wir gar nicht in Frage stellen wollen. Guck mal, der hat aber so und so lange studiert, der hat einen Doktor, einen Professor, einen Master hier und da und dies und das. Und hast du das nicht gesehen? Dem muss man glauben, der hat Autorität. Das kann man gar nicht in Zweifel ziehen. Wie heißt es in der letzten Zeit immer so schön, auch in Deutschland eben viele Dinge, die Dinge sind eben offenbar, die sind eben so, das bezweifelt man nicht. Ja? Denken wir doch nur mal an die C-Krise, die wir vor einiger Zeit hatten. Die einzige Lösung, die es gab, war die Impfung. Bewegung, Sport, gute Ernährung, gesunde Ernährung, selbstbereitete Mahlzeiten anstatt Fastfood und sowas. Nö, nur die Impfung kann euch retten. Und jeder hat's geglaubt. Zumindest hat jeder danach gehandelt, als ob er es so glaubt. Und viele haben es so vertreten. Und wenn man den Fernseher eingeschaltet hat, dann waren nur Leute da, die für diese Agenda gesprochen haben. Das heißt, der erste Schritt des Zweifels wurde damals auch zum ewigen Verderben hingedeutet. Gesagt, auch wenn du daran zweifelst, ja, dann wirst du aber sterben. Wenn du daran zweifelst, dann wirst du aber krank. Wenn du daran zweifelst, dann aber dies, dann aber das. Das begleitet uns doch unser ganzes Leben. Diese Aussage von Schopenhauer finde ich so wichtig, dass ich sie noch einmal kurz wiederhole und dann gehen wir in dem Text noch kurz weiter. Wenn nämlich dem Menschen in früher Kindheit gewisse Grundansichten und Lehren mit ungewohnter Feierlichkeit und mit der Miene des höchsten, bis dahin von ihm noch nie gesehenen Ernstes wiederholt vorgetragen werden, dabei die Möglichkeit des Zweifels ganz übergangen oder aber nur berührt wird, um darauf als ersten Schritt zum ewigen Verderben hinzudeuten, da wird der Eindruck so tief ausfallen, dass in der Regel, und das ist in fast allen Fällen, der Mensch beinahe so unfähig sein wird, an jenen Lehren wie an seiner eigenen Existenz zu zweifeln. So ist das Leben nun mal, weil die Leute mir das mit ihrer Feierlichkeit und ernsten, autoritativen Miene so sagen. Dann wird da nicht mehr dran gezweifelt. Das wussten die Jesuiten auch. Und darum lag ihnen so viel daran, die vom Zaren autorisierten Erzieher der russischen Jugend zu werden. Nur so war es möglich, die Russen später im Sinne der Jesuiten und für die Ziele der Jesuiten einsetzen zu können. Schopenhauer meinte indessen, Zitat, wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um den Kindern vor dem 15. Jahre keinen Religionsunterricht zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu hoffen sein. Aber, so sagte Shakespeare, ehrlich zu sein heißt ein Auserwählter unter Zehntausenden zu sein. Nun, diese Aussage von Schopenhauer, der stimme ich 100% zu, wenn wir das Wort Religionsunterricht durch katholische Lehre ersetzen. Lesen wir Schopenhauers Zitat nochmal. Wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um den Kindern vor dem 15. Jahre keinen katholischen Unterricht zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu hoffen sein. Oder wenn die Welt erst ehrlich genug geworden sein wird, um den Kindern mindestens bis zum 15. Jahre nur aus der Bibel vorzulesen und ihnen die Bibel zu lehren, dann wird etwas von ihr zu hoffen sein. Das ist eine Aussage, der ich zustimme. Aber Schopenhauer ist halt selber katholisch und jesuitisch kontrolliert und deswegen ganz in Linie auf
auf Systemlinie mit seinen Aussagen. Deswegen sagt er hier Religionsunterricht. Und die Leute machen keinen Unterschied zwischen protestantischem und katholischem Religionsunterricht. Nein, wenn den Kindern nicht vor dem 15. Jahre Religionsunterricht erteilt werden sollte, dann wird etwas mir zu hoffen sein. Quatsch! Lehre die Kinder von Anfang an die Bibel und lehre sie, dass Katholizismus eben nicht Christentum ist. Lehre sie wahre Religion, lehre sie die Religion von Yahweh und Jesus Christus. Dann wird etwas von dieser Zukunft, von dieser Generation zu hoffen sein. Und Shakespeare ist ja selber nur ein jesuitischer Darsteller. Ehrlich sein heißt ein Auserwählter unter Zehntausenden zu sein. Da muss ich nicht kommentieren, da hat er recht mit. Heute muten uns die Erklärungen des jesuitenfreundlichen und tyrannischen Zaren Paul I. sehr zeitgemäß an. Auch heute bemüht sich der Klerus, die alleinberechtigten Erzieher der Jugend stellen zu dürfen. Zitat: Paul hatte, von Gruber bestärkt, die Gefahr der französischen Revolution und die Kraft der katholischen Kirche als einer konterrevolutionären Nacht erster Ordnung gesehen. Ende Zitat aus Winter an anderen Orten auf Seite 143. Nun, auch heute erblickt man im sogenannten Westen in der Kraft der katholischen Kirche eine Macht erster Ordnung gegen den Kommunismus und nimmt dafür manches in Kauf, ohne zu bedenken, dass man sich auf diese Weise ja dem Katholizismus ausliefert, mit Haut und Haar oder mit seiner Seele und seinem ewigen Leben durch die Dogmen des Katholizismus zu glauben und zu frönen. Indessen müsste man wohl heute, wenn man die Zahl der von Shakespeare ehrlich genannten Auserwählten ermitteln wollte, ein Verhältnis von 1:1 Million annehmen. Aber nicht etwa nur wegen des Bevölkerungszuwachses. Solches bewirkt aber in den religiösen Fragen eine seelenmordende Heuchelei, die, wie Schiller sagte, die Mutter so vieler Laster ist. Um die Wirksamkeit der Jesuiten in Russland mehr Nachdruck zu verleihen, übergab ihnen der Zar Paul I. die Universität Wilna. Er bat den Antichristen, den Papst, den Jesuitenorden wenigstens für Russland offiziell wiederherzustellen. Papst Pius VII. Kam diesem Ersuchen des Zaren natürlich freudig nah. Am 7. März 1801 wurde der Jesuitenorden in Russland mit allen Vorrechten wiederhergestellt, während die allgemeine Wiederherstellung des Ordens erst am 7. März 1814 durch das päpstliche Breve Solis Tuto Omnium erfolgte. Wie Peter der Große dem Papst bei der Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1719 vorgriff, indem er die Jesuiten für Russland verbot, griff jetzt Paul I. dem Papst vor, als er den Orden in Russland offiziell wiederherstellen ließ. Tempora mutantur. Und so endet dieses Kapitel. Aber gerade dieser letzte Absatz ist an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Um der Wirksamkeit der Jesuiten in Russland mehr Nachdruck zu verleihen, übergab ihnen Zar Paul I. die Universität in Wilna. Und jetzt kommt's. Er bat den Papst, den Jesuitenorden wenigstens für Russland offiziell wiederherzustellen. Schaut. Das Verbot der Jesuiten oder des Jesuitenordens war von Anfang an nur reines Theater. Ich glaube, jeder, der meine Videos seit Herrscher des Bösen verfolgt hat, weiß das. Und wer es nicht weiß, der sollte diese Dinge nochmal genau studieren, wie in Herrscher des Bösen eben wir gesehen haben, wie der General der Jesuiten, Ricci, bereits seit 1758 ganz offen dafür gearbeitet hat, um dieses Verbot der Jesuiten hinzubekommen und eben dafür zu sorgen, dass diese von den Jesuiten selbst geführte Taktik des Blown Cover as Cover, ja, also eine Deckung aufgeben, um eine andere Deckung aufzuziehen, wie das alles mit der Sun-Tzu-Technik übereinstimmte, stark zu erscheinen, wenn man schwach ist, und schwach zu erscheinen, wenn man stark ist, und so weiter und so weiter. Diese ganze betrügerische Sun Tzu-Kriegsführung zuzupassen, um dafür zu sorgen, um diesen Jesuitenorden noch mehr zu säkularisieren, dass man wie heute schon gar nicht mehr weiß, wenn einer irgendwie Jesuit ist. Man sieht sich an seiner Kleidung, man sieht sich an seinem Beruf, man sieht es an gar nichts. Man kann es nur an seinen Taten lesen. Wie in der Bibel geschrieben steht, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Die Jesuiten haben so perfekt den
Paul den Ersten beeinflusst, dass er freiwillig offiziell den Papst bittet, zumindest für Russland, diesen Orden offiziell wiederherzustellen. Ein Orden, der auch bereits damals, wir sprechen hier ja vom Ende des 18. Jahrhunderts, ja, am Beginn des 19. Jahrhunderts, ein Orden, der bis dahin einen unvergleichlichen Lebenslauf hingelegt hat, der damals auch überall weltenbekannt war, wo viel über die Jesuiten geschrieben wurde. Diese ganzen Bücher, die finden wir heute nicht mehr, aber damals waren sie oftmals noch zur Verfügung. Und Paul der Erste war so von den Jesuiten eingenommen, dass er ganz einfach das alles einfach nicht gesehen hat. Ja? Er war einfältig, würden wir heute vielleicht sagen. Und ich möchte sogar noch weitergehen. Ich möchte sogar weitergehen. Er war Wachs in den Händen der Jesuiten. Die haben mit ihm gemacht, was er wollte. Wenn die Jesuiten offiziell 1801 in Russland wiederhergestellt wurden, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welchen Einfluss sie im Laufe der nächsten 100 Jahre genommen haben, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn wir uns eben in Erinnerung rufen, dass die Jesuiten getreu dem Motto "Bei der Kindheit muss man beginnen", dann versteht ihr, warum die Jesuiten erreicht haben, was sie erreicht haben. Und das in Russland hier ist nur ein Beispiel. Dass sie das auf andere Art und Weise in anderen Ländern erreicht haben, ja, vor dem Dilemma stehen wir heute, das langsam zu erkennen. Ja? Der Zar in Russland hat den Papst gebeten, doch bitte den Jesuitenorden dort wieder zuzulassen. Er hat überhaupt nicht verstanden, dass der Jesuitenorden niemals ernsthaft verschwunden war, niemals ernsthaft weltweit aufgelöst war. Er ist nur in den Untergrund gegangen. Hat sich versteckt hinter Freimaurern, hat sich versteckt hinter Illuminaten, hat sich versteckt im säkularen Bereich. Und als die Jesuiten 1814 wieder zugelassen wurden, das könnt ihr ja gerne selbst nachschauen, da waren sie innerhalb weniger Zeit wieder mit ganz vielen da. Komisch, wie die auf einmal so wieder wie die neue Blume, das neue Gewächs aus dem Boden hervorgesprossen sind, wenn man den Boden halt nur begießt mit diesem ätzenden Wasser des Katholizismus. Ein ganz wichtiges Kapitel, was wir jetzt abgeschlossen haben. Und in der nächsten Lesung gehen wir in eine gewaltsame Wendung. Das nächste Kapitel auf Seite 144. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und bitte, lest eure Bibel, um diese Dinge an ihr, an dem wahren Wort Gottes zu messen und die wirkliche Wahrheit rausfiltern zu können aus all diesen Lügen. Shalom, Maranatha.